After some nice Neustarting, I'm back in the business. Und jetzt machen wir genau das, was ich gesagt habe. Ohne hier dran hängen zu bleiben. Ganz genau. Harald! Ich möchte gerne mit mir selber reden. Nee, warte mal. Erstmal mit Hawk. Nein, nicht Hawk. Halva. Ich brauche ein kleines bisschen Stärke. Ich glaube, das war damals immer... Warte mal, wenn ich das Amulett jetzt ausziehe... Dann bin ich kurz vor 50. Die Caps waren, glaube ich, immer 60. Dann ist es smart, nämlich das hier zu tun und dann nochmal 10 mitzunehmen. Allerdings ist es jetzt, wie ich es vermutet habe. Der nächste Cap ist mit 60, wie ich es mir dachte. Ich könnte tatsächlich... Ach, schade, dass mir jetzt 6 Lernpunkte fehlen. Das ist echt schade. Aber... Dann würde ich halt ohne Amulett auf einen höheren Wert kommen. Aber das lasse ich jetzt erstmal so. Ich meine, mit dem Amulett habe ich ja jetzt das, was ich möchte. Theoretisch. Ich muss das Schwert erst noch kaufen, aber ich habe, was ich möchte. Hey. Kann ich eigentlich... Wie was brauchst. Okay, da hat nichts Interessantes. Kann ich eigentlich das Schwert noch mehr schärfen? Nee, ne? Erhöht das den Wert der Waffe eigentlich? Nein, tut's nicht. Aber ich könnte das Paladin-Schwert schärfen. Ich meine, bringt zwar nichts, ne? Im Moment zumindest. Aber it is what it is. Ja. Ja. Jetzt lohnt sich es auf jeden Fall noch mehr, das andere Schwert zu kaufen. Hey du. Weil ich das jetzt dann selber schärfen kann. Extrakt der Heilung. Ich brauche halt, glaube ich, für alle Feldknöterich, ne? Zeig. Ah, der hat auch kaum Heiltränke. Das ist ein Schreibpult. Gut. Was brauche ich nochmal für leichte Wunde heilen? Habe ich das mittlerweile wieder? Zu wenig Rohstoffe. Ja, ich müsste jetzt nachgucken, ne? Aber schieß mal drauf. Hey. Du, mein Freund. Welche? Ich kann... Brauche ich nicht. Du, mein Freund, gibst mir deine Tränke, die du hast. Ach stimmt, ich wollte jetzt beim Neustarten kurz diesen Mod installieren für schneller Essen, aber das hatte ich jetzt vergessen. Wurst, wir werden das auch so überleben. Irgendwie will ich diese Belia-Anhänger nicht verkaufen. Maybe brauche ich die noch für irgendwas. Den Ledergürtel kann ich eigentlich verkaufen, weil ich werde niemals die Lederrüstung anhaben. Aber ich behalte es mal vorsichtshalber. Du bekommst ein paar Wolfsfälle. Du bekommst ein paar Flügel. Bin ich wenigstens wieder auf 1000 Gold. Beziehungsweise wenn ich das ganze Zeug hier unten öffne, noch mehr. Ich müsste auch mal die ganzen Muscheln aufmachen. Aber das passt jetzt erstmal so. So, lieber Harald, ich möchte bitte in der Einhandkunst etwas krasser werden. Warte mal, wo ist Sven? Wenn mir wer Diebestalente beibringen kann, dann Sven. Vielleicht kann er das mittlerweile. Zeig. Nein, aber ich nehme trotzdem die Dietriche mit. Hast du eigentlich noch ein paar Heiltränke? Ich meine, du bist ja hier der Verwalter. Zeig mir. Nein, aber er hat Feldrüben. Leider keine Feldknöterich. Dietrich nehme ich mit. Schutz vor Waffen 10. Oh, fuck. Der hat ein Rapier. 50 Geschick. Das Ding ist ja mal richtig krank. Das edle Schwert war das, was ich haben wollte, ne? Ja, selbst geschärft sind es nur 10 Schaden mehr. Fuck. Ich hätte auf Geschick gehen sollen. 50 Geschick. 31. Ich brauche immer 10. Nee. Zeig. Not even close. Okay, aber das ist ja richtig nice.
Schiff 60. Irgendwie will ich das jetzt gerade nicht kaufen, dieses edle Schwert, nur weil das so minimal besser ist, weil ich jetzt diesen Rab hier entdeckt habe. Und der ist ja mal richtig nice. Ich überlege gerade, ob ich lade. Nee, ist auch blöd. Ich meine, ich brauche die Stärke eh. Dann ist es jetzt halt so. 750. Nee, irgendwie sehe ich die 750 Gold jetzt nicht ein dafür, dass ich 10 Schaden sonst dann... Ja, 10 Schaden mehr mache. Und theoretisch verdiene ich hier... verliere ich ja 3% Einhandbonus. Ich meine, das ist jetzt nicht die Welt. Aber ich verliere was. Lass. So. Die 4 Lernpunkte behalte ich mal. Okay. Dann... zurück aufs Land. Speichern. Ich muss noch in Ordnung. Vielleicht mache ich ja jetzt schon mehr Schaden. Ich meine, ich habe ja jetzt mehr Stärke und nochmal Einhandbonus, also... Na, das Gefühl habe ich nicht. Ich dachte, ich kritte ihn oft genug, dass ich... in Ordnung. Den Kampf gewinnen kann. Plot-Twist? Dem war nicht so. Oh. Das war richtig gut. Na. Ich habe vergessen, mir Fleisch zu braten. Dieses dämliche Schiff. Aber ich wollte eh nochmal kurz drauf, um das Fleisch zu braten. Das war... oben. Glaube ich. Hier nämlich. Also die Herdplatte meine ich halt. Kann ich ja nehmen. Kesselsuppe immer? Nein. Doch! Ich konnte da was machen gerade. Pack. Hat nur ein bisschen gedauert. Suppe, ja. Aber das jedes Mal einzeln anzuklicken ist fürchterlich, deswegen lasse ich das jetzt. 50 Fleisch. 50 Fleisch. 50 Fleisch. Ich glaube, ich habe... ja. Ja. Nochmal 50. So. Jetzt kann ich mir den Grand vollhauen. Der da oben darf mal. Denn die Spielchen spielen, ich gehe weiter. Überlege gerade. Die Pfeile habe ich jetzt. Den Stammler bin ich noch nicht begegnet. Erzwaffen will, brauche ich. Nachricht vom Turm kann ich zurückgeben. Und Rune of Tamora. Da muss ich den Statthalter noch sprechen. Würfeln mit Mitch muss ich noch machen. Genau, die Wacholderbären. Der Mann im Kerker. Der Dieb. Okay. Na gut. Noch genug zu tun. Ich habe das Gefühl, bisher nicht viel erreicht zu haben. Den Greifen muss ich ja auch noch töten, wo auch immer der genau sein wird. Ich würde ehrlich gesagt gerne den Schattenläufer da oben killen. Wenn ich den auch irgendwo gegen eine Wand krieg, haben wir ja schon festgestellt, ist das ganz gut machbar. Na, jetzt. Könnte, da war ja eine Höhle, ne? Ich könnte versuchen, je nachdem, welche Höhle das denn tatsächlich ist, könnte ich versuchen, als Blutfliege runterzugehen, dann kriege ich keinen Falldamage.
Es ist aber auch wirklich... Ah, ich habe manuell gespeichert. Es ist aber auch wirklich... Also, ich weiß nicht, wie es euch beim Zugucken geht, aber beim Spielen selbst... Ach du Heilige. Also da ist... Das ist so unangenehm, weil eben so ein kleines Verklicken schon reicht, dass es schief geht. Ja. Jedes Mal dasselbe. Das ist... Oh, komm. Es muss doch möglich sein jetzt. Oh Gott, das ist so unangenehm. So. Und zwar hier meinte ich. Als Blutfliege würde ich ja keinen Falldamage kriegen. Tatsächlich erstmal hier gucken wollen. Oh, das ist Silber, das ist kein Salz. Naja, es war ja auch die Silbermine hier, glaube ich, oder? Oh, Zombies. Nicht gut. Vorteil ist, dass die sackrisch langsam sind, aber die halten halt sehr viel aus und haben auch einen ganz guten Wumms drauf. Aber diese Anzahl ist machbar. Nicht so wie oben beim Friedhof. Muss bedenken, dass ich noch weiter... Ach, habe ich schon beide? Habe ich echt beide schon? Habe ich gar nicht gecheckt. Irgendwie, das war ich jetzt gerade geistesabwesend. Muss bedenken, dass ich noch weiter runter kann. Vielleicht führt das hier sogar weiter runter. Hier rechts von mir noch ein Zombie. Nichts, also da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, was liegen zu lassen. Ich glaube, der hat gerade diesen Sterbebug, der stirbt 17 Hund mal. Ah, er hat gerade aufgehört.
glaube, das ist besagtes Loch, was ich meinte mit, das ist weiter unten. Das ist aber gut, dann gibt es nur einen Weg. Muss auch mal sein. Es muss sich nicht immer in 17 Wege abspalten. Oh. Außer wäre da noch eine Zwischenlage, aber ich glaube nicht. Ansonsten ist hier nichts. Soll ich wahrscheinlich irgendwas liegen lassen? Könnt ihr euch darüber in den Kommentaren auslassen? Von da komme ich. Oh, ich habe den anderen auch schon geaddet, ne? Ja. Dann versuche ich ihm so gut weh zu tun, wie es nur irgend geht, bis der andere da ist. Eine Fotzen habe ich kassiert. Ich weiß noch, dass ich die damals echt gruselig fand, die Zombies. Als junger Bimpf. Weil die waren irgendwie ganz gut gemacht. Dann dieses Geschrei, dieses Geatme. Sie waren halt übelst zäh. Also waren schon unangenehme Gegner. Nicht so wie Skelette, die sind halt einfach... Ja, Skelette. Finde ich jetzt nicht so beeindruckend. Bin ich mal gespannt, wo mich das rausführt. Also, es muss ja einen natürlichen Weg hier reingeben. Denke ich. Ich muss ja auch natürlich wieder rauskommen, für den Fall, dass ich noch keine Spruchrolle gefunden habe. Wollte ich einfach bei meiner Combo bleiben. Wollte mal ausprobieren, wenn ich noch den nach vorne Angriff ein wenig mit einbeziehe, ob ich da irgendwie sogar mehr rausholen kann. So, dann kletter mal wieder hoch. Bei dem da oben habe ich gerade ein kleines bisschen das Problem, dass er direkt an der Leiter steht. Eigentlich könnte ich jetzt aber hochspringen, ne? Hier vielleicht sogar auch. Dann ist es machbar. Ja. Backt halt wirklich komplett an der Leiter. Ich frage mich, ob ich zum jetzigen Zeitpunkt zu wenig Schaden mache. Ob ich meine Lernpunkte etwas schlecht investiert habe. Oder ob es einfach der Geiz ist. Ich meine, ich könnte ja schon eine bessere Waffe haben. Wenn ich mein Gold ausgeben würde. Bei dem werde ich dasselbe Spiel machen müssen. Ich würde dich aber gerne in die Richtung bringen. Ich will da jetzt nicht nochmal runter müssen. Das ist ein Golem, glaube ich, da hinten. Diese Mine ist größer, als ich dachte.
Kläglich bei jedem Zombie doch trotzdem nochmal looten. Als wäre es irgendwann mal möglich. So halt. Oh Gott. Bin da gerade gestuckt. Ich stacke. Oh. Das konnte ich jetzt gerade nochmal retten, die Situation. Ah. No! Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Sogar vor ihm, okay. Bin ich ganz so dumm. Diesmal zumindest. Möchte ich hinzufügen. Mal her. Das ist kein Grund, gleich so auszurüsten. No. No. Ich dachte, er ist in Reichweite für den Schlag, deswegen habe ich den gemacht. Leider war er das nicht. Ich meine, ich muss halt effektiv 48 Schläge landen. Das ist halt nicht mal wenig. Dadurch, dass ich nur 5 Schaden mache. Das Problem ist, dass er so halt echt oft ausweicht. Also so dauert es tatsächlich länger. Am schnellsten geht es wirklich, wenn ich ihm so ausweiche, weil dann kann ich ihn meistens 4-5 Mal treffen. Ich meine, die haben ja absurde Verteidigungswerte für herkömmliche Waffen. Also ich glaube, an denen kann man zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mehr Schaden machen, oder? Tja, das hätte auch nach hinten losgehen können. Vielleicht mal gucken, was das jetzt für ein Tagebucheintrag war. Kamera ist mein bester Freund. Die Faust vom Golem auch. No! Gut, wie mein Charakter trotzdem noch aufsteht. Oh, hier ist es zu. Komm, hier ist es zu eng. Komm mit, bitte. Das ist mir zu blöd hier. What?
They are evolving! Oh mein Gott! Der ist auf einmal stehen geblieben und hat mir eine Monsterschelle verpasst. Das hat er bisher noch nie gemacht. Also mitten in meiner Combo meine ich, weil... Ne, hatten ja festgestellt, die versuchen die ganze Zeit auszuweichen. Jedem Schlag. Lustigerweise ist halt genau das eigentlich ihre Schwachstelle. Aua. Nein! Okay, das ist gerade schon wieder echt fürchterlich. Schade, ich dachte, ich hau nochmal vorher zu. Ich habe nicht genug Mana, glaube ich. Ich würde gerne einen Blauflieder inhalieren. Zettel eines Minenarbeiters. Wir lesen gleich den Eintrag. Ich lese erstmal den Zettel. Zettel aus der Silbermine von Tamora. Letzte Notiz. Der Mineneingang ist vollkommen verschüttet. Wir konnten zwar schon viel Schutt beiseite räumen, aber nun gehen uns die Vorräte aus. Wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, rauszukommen, ist es mit uns aus. Unterschrift unleserlich. Ich habe den Zugang zur alten Silbermine gefunden. Ich sollte einige Silberbrocken sammeln. Mindestens 5 und den Eingang öffnen. Okay. Ich habe den Eingang zur Silbermine gefunden, doch wie kann man ihn öffnen? Ja, man hackt ihn einfach von innen frei. Ich meine, wieso haben das die Minenarbeiter, die hier drin waren, nicht gemacht? Ich frage für einen Freund. Auch die Luft zu hacken ist eine Erfahrung, die man halt mal gemacht haben muss. Geht's denn da schon wieder hin? Oder ist das wieder dieses besagte Loch, das... Ja. Ja. Hat einfach nur mehrere Stages. Okay, dann... Kriege ich jetzt nochmal einen Tagebucheintrag? Weil ich kann ja jetzt hier raus. Nein. Aber sie ist trotzdem offen. Muss ich mal gucken. Also theoretisch sollte sie jetzt ja offen sein und zugänglich und überhaupt... 5000. Stimmt, hier wollte ich auch kurz gucken. Hier konnte man ja hoch auf der anderen Seite. Wenn man das hier auch kann und da auch ein Kronstöckel ist. Wunderbar. Ja, sieht ganz danach aus. Okay, aber dafür ist hier kein Grundstöckel. Aber Wurst ist in Ordnung. Ich habe halt immer noch keine Karte, das stört mich ein bisschen.
Aber theoretisch sollte es nicht mehr viel zum Erforschen geben. Ich war jetzt sehr gründlich. Es gibt auf jeden Fall diese eine, ich nenne es mal, Landzunge, auf die sich die Orksöldner befinden. Ach Gott. Der Beißer ist wieder hypermotiviert. Drei Stück. Ja, mit dieser Palisade, wo erstmal 17 Orksöldner gefühlt auf mich zugerannt sind und 870 Pfeile. Ja, die Pfeile sind auch gerannt. Ich glaube, ich habe hier gerade eine Biene gehört. Oder halt irgendwas Fliegendes wie eine Hornisse oder irgendwas. Vielleicht ist hier eine Honigwabe. Davon brauche ich auch noch zwei Stück. Happer machen. Jetzt habe ich ja echt genug Fleisch. Schade, dass man das halt nicht noch veredeln kann. Also, dass man halt irgendwie zwei Fleisch kombiniert und dann kriegt man eins, das meinetwegen 24 halt 20 heilt, aber man muss nicht so viel essen. Weil im Standardspiel muss man ja davon ausgehen, dass man nicht diesen Mod hat, mit dem eben alles schneller geht. You know? You know. Classic. Da habe ich wieder einfach nicht gegrittet. Was mache ich mit einem Heilzauber? Ich bereue es auch ein bisschen, dass ich das Leben gelernt habe. Ich meine, dadurch habe ich nochmal ein bisschen mehr, größeren Puffer. Aber es sind halt Lernpunkte, die ich definitiv für was anderes hätte investieren können. Hier Fleischschwanzen. Ja gut, wenn hier über mir der Friedhof ist, weiß ich jetzt gerade nicht, wo wir uns genau befinden. Kann ich bitte kritten? Gott. Muss ich mal kurz umgucken, ob es da vielleicht einen Weg nach oben gibt. Also jetzt hier so zum Klettern. Vielleicht ist es auch wieder so ein kleiner Abhang, in dem sich irgendwas befindet. Hier kommen. Den habe ich jetzt gerade noch gehört. Diese vier sind echt gefährlich irgendwie. Man hört sie nicht, sie geben fast keinen Ton von sich, machen ganz gut Damage, halten aber auch was aus. Gefährlicher als sie anmuten. Da ist eine kleine Höhle, glaube ich. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Ist einfach nur eine Einbuchtung. Irgendwie haben sie mehr Reichweite, als dass sie danach aussehen. Ja, ich glaube, über mir ist der Friedhof. Ich höre nämlich einen Zombie über mir. Das wäre jetzt irgendwie gruselig, wenn jetzt einer hier neben mir runterfällt. Wäre auf jeden Fall Zombie-like, ne? Einfach nur stumpf aufs Ziel zurennen. Ungeachtet dessen, was ich weiter... Oh, da komme ich tatsächlich ganz normal weiter hoch.
Ist das dann ein zweiter Weg zum Friedhof? Nein. Das ist einfach nur so ein, weiß ich nicht, kleiner Außenposten? Nee, das dürfte nicht Außenposten, das ist falsch. Eine kleine Sicherheitszone, wenn man in der Nacht unterwegs ist und es nicht mehr zur Burg zurückschafft. Irgendwie sowas. Interessant, aber hier ist tatsächlich nichts. Außer das. Wie viel Uhr haben wir? 14:51. Ich glaube, ich lege mich hin. Dann dauert es länger, bis Nacht wird. Ja. Stückerweise ist es schon mal dunkler, aber die Sonne geht ja gerade auf. Tja, dann hätte ich den Trank jetzt gar nicht trinken müssen. Aber it is what it is. Ja. Jetzt dürfte ich aber fast wieder ein Level up haben. Ja. Knapp ein bisschen mehr als 1.500. Ich bin auf der anderen Seite der Jagdhütte. Schauen wir mal, ob sich hier was im Wasser befindet. Also wo ich die Pfeilpakete bekommen habe. Nein, hinter dem Wasserfall scheint auch nichts zu sein. Bin menschlich enttäuscht. So. Über mir höre ich Scavenger. Ja, da ist der Friedhof. Tja, ich glaube, ich muss mir noch einmal die Wegbeschreibung von den Wacholderbeeren durchlesen. Der Barkeeper von Tamura gab mir einen weiteren Auftrag. Ich soll ihm 20 Wacholderbeeren bringen. Dafür will er mich bei Stefan empfehlen, damit ich in die Burg komme. Wacholderbeeren finde ich in der Nähe der Holzfällerhütte. Genauer gesagt soll ich, wenn ich die Hütte erreiche, links davon bis zum Felsenrand gehen und mich dann weiter südlich halten. Also dann nach rechts gehen, bis ich zu einer alten Feuerstelle der Jäger führt. Also kurz da... Vor 4 Büsche mit Bären geben. In der Gegend soll es aber auch viel gefährliche Tiere geben. Wo war nochmal die Holzfällerhütte? Game? Game? Na jetzt so. So, da ich aber tatsächlich hier diese Honigwaben gesehen habe, schaue ich mich jetzt hier nochmal genauer um. Weil mir immer noch 2 fehlen. Ich glaube, ich habe hier gerade eine Biene gehört. Tja. Ich hätte hier irgendwo, glaube ich. Aber es muss ja nichts heißen. Weil an den Bäumen sehe ich keine Honigwaben. Alter Friedhof, altes Jagdhaus. Wo war denn eine Holzfällerhütte? Okay, das mit diesen Honigwaben macht mich fertig. Soll ich jetzt den ganzen Wald danach durchsuchen? Dann soll es aber bitte mehr als 4 geben. Puh. Thank you.
Das sind Wölfe. Durch das hohe Gras ist es halt echt gefährlich. Ich dachte, ja, okay, es sind 3, 4 Wölfe. Wie viel waren das jetzt? Das versteckt die Viecher halt echt gut. Also irgendwie sorgt das auch für eine gewisse Immersion. Mal kurz. Kann er jetzt den Wald nicht so nach Honigwaben absuchen? Da oben war ich auch noch nicht, ne? Okay, das schaut aber auch nach Orkshelden aus. Okay, das war laut. Sag mal, ist dieses Viech in meinem Ohr? Heißt das ja? Diese, wie heißen die? SFX-Geräusche, glaube ich, oder so. Also die sind hier ein bisschen zu krass. Da bin ich ja gerade hoch, ne? Ja. Okay, wie komme ich denn da hoch? Das sollte ich auf jeden Fall vollgeheilt sein, falls es tatsächlich Orksöldner sind. So, wir gehen hier mal rechts rum. Könnte sein, dass man da hochspringen kann. Yep. Okay, nochmal speichern. Ich mach dich fertig. Erzmine. Stufenaufstieg! Jetzt bist du dran. Also einzeln läuft sehr gut. What the fuck? Thank you.
Das war's für dich. Dass da drei waren, hatte ich nicht gedacht. Also ich dachte, da sind noch mehr, aber drei? Guck mal her. Bitte nicht alle. Ah? Er ist totally bugged. Der wehrt sich nicht immer. Sind zu viele, okay? Sind in der Überzahl. Ich darf solche Taktiken verwenden. Ich glaube aber, dass ich dann jetzt auch langsam sämtliche Orkshelden auf dieser Insel erledigt habe. Vielleicht bekomme ich da sogar Erz her. Aus der Mine muss ich nicht mehr welches kaufen. Mach dich fertig. Es ist echt erstaunlich, wie viele. Dieses Ich mach dich fertig von mir haben. Ich könnte mich jetzt schlafen legen, aber ist irgendwie auch lame. Ich heil mich. Mal hier im Kampf schlafen zu gehen, ist ja auch blöd. Oh, hi. Tja, das ist mein Ende. Ich kann die Waffe nicht ziehen. Sag mal. Okay, dadurch, dass das jetzt hier gerade so fürchterlich war, lege ich mich schlafen. Also, ne? Da kenne ich kein Erbarmen. Allerdings, wie viel Uhr haben wir denn? Bis zum nächsten Sonnenaufgang. Schieß drauf! So, was haben wir hier? Dietrich hier und ein Pokal, Gold. Ich erwarte irgendwie in jedem dieser Lager so ein bisschen, dass ich irgendwie einen Brief finde. Hier kann ich hochklettern. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nee. Schöner Sprung. Erstmal Leben verloren. So, hier kann ich auch noch hochgucken. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch, oder? Naja, doch, vielleicht. Hier Goblins. Dass du vorher nicht da warst. Nach Tamora. Na gut, gehen wir mal in die Mine rein, oder? Ob ich hier noch mehr Orkshelden begegne? Wahrscheinlich. Wenn draußen schon so viele waren. Also imagine, ich hätte das nicht eingestellt. Also wie viel haben wir jetzt schon zum Hacken gefunden? Oh. Wieso liegt da jemand, der tot ist, den ich einfach looten konnte? Hm. Wow.
Hat er irgendwie versucht, zu mir zu kommen und ist auf dem Weg kläglich gescheitert, oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil hier liegen nicht mal Waffen. Blasebalg. In unglaublich großer Form. Kann ich den verwenden? Oh ja, tatsächlich. Wusch. Halt die Manischerie an! No. Macht interessante und laute Geräusche, dieses Ding. Oh ja, das können wir zumindest mal hier. Skill. Ach, weil das diesmal Erz. Ah, das war kein Eisenerz, sondern wirkliches Erz. Vielleicht kann ich einen freischießen. Müsste ihn nur treffen. Nee. Wir sind sehr glücklich mit. Ah, doch. Ich glaube, dass die links langsam freikommen. Also hier muss ich wirklich nach jedem speichern, weil wir sind ja einfach zu viert. Einen konnte ich in der Ecke festbuggen. Es dürften doch jetzt hoffentlich alle gewesen sein. Hallo? Enter. Ich weiß natürlich jetzt letztendlich gar nicht, wie viel ich rauskrieg. Dadurch, dass das alles so überspammt wird. Aber es kommt was raus. Das ist das, was zählt. Draußen hat mich ein Goblin entdeckt. Aber ich muss ihm leider mitteilen, der wird hier nicht reinkommen. Denke ich.
Schwarzes Erz. Habe ich jetzt eigentlich wirklich Erzbrocken? Oh ja, 39 Stück. Ach du Heilige. Also wenn ich jetzt lerne, Erzwaffen herzustellen. Frage ist nur, wann ich die anziehen kann. Okay, ich will eigentlich, dass er nach oben, aber er möchte nicht, also lasse ich's. Zumal es hier anscheinend sowieso den einfachen Weg nach oben gibt. Aber sonst ist hier nichts. Also einfach nur eine Menge Erz, aber wieder nicht so... Ja, hey, wir sind die Söldner Huxtebude und wir sind hier wegen Huxtebude. Jupp. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Hier habe ich jetzt tatsächlich auch nichts bekommen von wegen... Tagebucheintrag, Wissenswertes oder sonst irgendwas. Das ist jetzt einfach erledigt. Na gut. Na, da lang. Also ich werde gleich wieder nach Tamoda zurückkehren, denke ich. Kann jetzt aber auch nochmal aufs Schiff, ne? Das wäre jetzt halt interessant. Ob ich dann wirklich Erzwaffen herstellen könnte. Mit meinen 78.000 Erzbrocken. Die wären auch sau viel wert, also damit könnte ich auch an Reichtum kommen. Erzmine... Ich scheitere immer noch an der Holzfällerhütte. Oder ist die Holzfällerhütte das, wo dieser eine Typ alleine ist? Der tatsächlich, glaube ich, sogar Holz hackt. Also hier rechts im Wald. Ich glaube, hier komme ich nicht runter, ohne zu sterben. Wachturm. Altes Fischerdorf. Ja, da ist ja der Anfang, also wo ich gestrandet bin, nenne ich es mal. Ich gehe mal nochmal hier rechts hin. Ja, vielleicht ist das die Holzfällerhütte. Aber es ist dann wirklich eine winzige Holzfällerhütte. Und von da aus dann südlich. Ja, wo ist Süden? Ich habe keine Karte. Ja, es wird die Holzfällerhütte sein. Da ist Holz drumherum. Der sägt an Holz. Dann lesen wir uns das nochmal kurz durch. Steht echt bei Honigwahl. Diese sollten in der Nähe des Lagers der Jäger Hans und Meier, also tatsächlich in der Nähe. Gut. Genau gesagt soll ich, wenn ich die Holzhütte erreiche, links davon bis zum Felsrand gehen und mich dann weiter südlich halten. Also, wenn ich die Holzfette erreiche und so davor stehe, ist links der Felsrand. Die Tatsache, dass ich nicht nach rechts kann, sollte bedeuten, ich muss nach links. Also, ich habe da drüben ja einen Schattenläufer entdeckt. Ein
Nicht, dass ich die jetzt schon gelootet habe. Glaube ich aber nicht, oder? Nee, Weidenbeere. Weintrauben. Glaube ich nicht. Da hatte ich einen Schattenläufer entdeckt. Hier unten, nämlich. Also, da sind gefährlichere Viecher. Ja. Aber was sind jetzt diese Sträucher mit diesen Beeren? Ja, ich sehe sie. Sind direkt neben dem Schattenläufer. Ich heile mich jetzt einfach, dann überlebe ich vielleicht einen Schlag. Ich muss den halt wieder hinten gegen die Ecke drücken. Das dann die hier, ja? Nee. Er hat gesagt 4 Sträucher. Und er braucht ja 20. Ah, da unten ist der Sumpf übrigens. Ah, okay. Also langsam schließt sich der Kreis. Ich erledige alle Quests, die ich habe. So, dann mache ich jetzt das mit der Honigwabe noch und dann gehe ich zurück in Tamora. Ich werde die kurz suchen und dann sehen wir uns in Tamora wieder, hätte ich gesagt. Das ist jetzt unnötiger Laufweg. Muss ja nicht sein. So, also bis gleich.